Hier sind 8 gefährliche Tiere aus Russland. Finde heraus, welche tödlichen Biester sich im größten Land der Erde befinden. Nummer 8. Die gemeine nördliche Giftschlange. Diese Kreaturen kann man in ganz Russland auffinden und sie überleben leicht in jedem kleinen Gebiet. Die typisch schwarze Schlange kann bis zu 56 cm lang werden. Ihre Giftzähne können jedoch nur 4 mm lang werden, welches nicht lange genug ist, um Jeans oder sogar Schuhe zu durchbeißen. Wenn man gebissen wird, schützt Antihistamin vor weiterer Krankheit. Dies ist bekannt dafür, dass sie tödlich für Kinder ist, da sie gerne in kleine Spalten schlüpfen, wenn es kälter wird. Diese Schlangen zischen schon, wenn eine Person 3 bis 4 Meter entfernt ist, welches einem genügend Zeit gibt, um zu entkommen. Aus diesem Grund sind Attacken auf Menschen sehr, sehr selten. Nummer 7. Zecken. Diese kleinen Tierchen sind der Untergang für alle Reisenden der ganzen Welt. Mikroskopisch klein, manche weisen eine Länge von 0,2 mm vor, leben diese kleinen Biester an Fußwegen und Tierumgebungen in der trockenen Gegend von Russland. Sie warten nur darauf, um auf ein Opfer springen zu können und sich festzubeißen. Wenn dich jedoch eine erwischt, gräbt sie sich tief in die Haut ein. Das führt zu Fällen von Gehirnentzündungen oder dem Anschwellen des Gehirns. Es kann auch zu Borreliose führen. Im Jahr 2009 musste eine Frau aus Houston, Texas, diese Dinge erleben, als sie ihre Familie in Russland besuchte. Als sie nach Hause zurückkehrte, bekam sie medizinische Hilfe. Sie war erstaunt, wie schlecht die medizinische Versorgung für sich selbst und für ihre Tochter war. Glücklicherweise haben sich beide wieder davon erholt. Doktoren haben ihnen jedoch gesagt, dass man, während man durch bewaldete Bereiche geht, immer auf schwarze Flecken auf deren Körper achten sollte und wenn man einen solchen auffindet, sofort ins Krankenhaus gebracht werden sollte. Nummer 6. Die europäische schwarze Witwe. Ist auch bekannt als die Karakurtspinne. Diese Kreatur ist eine der 10 gefährlichsten Spinnen der Welt. Sie wurde erstmalig in Südrussland, in Astrakhan, entdeckt, obwohl sie nun schon überall aufzufinden ist. Genauso im Norden von Moskau. Diese schwarzen Tierchen haben 13 gruselige rote Flecken auf ihrem Rücken. Wenn du gebissen wirst, kannst du schon innerhalb der nächsten 15 Minuten starke Schmerzen verspüren, welche sich über den ganzen Körper verbreiten und zum Tode führen können. Man sagt, dass man ein brennendes Streichholz auf die Bissstelle halten soll. Ansonsten kannst du dich selbst in großen Schwierigkeiten wiederfinden, wenn du nicht rechtzeitig ins Krankenhaus kommst. Nur der Biss einer weiblichen schwarzen Witwe kann tödlich sein, da die männliche Spinne zu kurze Zähne hat. Sie wird oft in feuchten Schluchten aufgefunden. Im Jahr 2004 wurde die schwarze Witwe in großen Schwärmen in Kasachstan in der Region Mangistau aufgefunden, wo diese Kamelbauern verletzte und tötete. Über 180 Tiere starben dabei und 2 Menschen wurden gebissen. Dies endete beinahe schrecklich. Nummer 5. Der russische Grauwolf. Der russische Grauwolf oder auch eurasische Wolf mag womöglich wie ein süßer Hund aussehen, obwohl er alles andere als das ist. Als häufig vorkommendes Raubtier sind sie die ältesten der Wölfe und können bis zu 39 Kilogramm wiegen. Mit kurzem gelbbraunem Fell wird der russische Grauwolf auch in allen Gebieten aufgefunden. Da diese Wölfe in Rudeln leben, wurden sie schon oft für den Menschen gefährlich. Im alten Russland war eine sehr häufige Form der Bestrafung, den Kriminellen an einem Baum zu fesseln, in den Wäldern zu lassen, um dort von den Wölfen verschlungen zu werden. Viele dieser Attacken passieren im Frühling, wenn die Nahrungsmittel knapp werden. Jäger geben den Ratschlag, auf einen hohen Baum in der Nähe zu klettern, um einem Rudel zu entkommen und nicht gefressen zu werden. Über eine 10-Jahres-Spanne von 1944 bis 1954 mussten die Einwohner aus Kirov einige Attacken miterleben. Nummer 4. Der sibirische Tiger. Der sibirische Tiger, auch bekannt als Amur-Tiger, wurde 2007 zu einer gefährdeten Spezies. Diese wunderschöne, noch nicht ausgestorbene Kreatur lebt entlang den Ufern der Flüsse Amur und Ussuri im Südosten Russlands. Sie können bis zu 320 Kilogramm wiegen und sind größer als deren südlichen Partner. Wenn man sich ihnen nähert, werden sie aggressiv. Und sie haben eine 5-mal bessere Nachtsicht als Menschen. Im Falle einer Attacke, welches jedoch sehr selten ist, führt diese jedoch zum Tod. In einem sehr bekannten Fall aus dem 19. Jahrhundert
wurde ein Militäroffizier, während er spazieren ging, von einem hungrigen sibirischen Tiger gefressen. Diese ängstlichen Tiere gingen auch schon in Ortschaften, um Menschen zu beißen. Nummer 3. Der russische Braunbär. Der russische Braunbär, auch als Mischka bezeichnet, ist eine komische Kreatur, welche auf seine Beute springt und diese mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 km pro Stunde einholen kann. Der Kamtschatka-Braunbär ist ein Vorfahre des Kodiak-Bäres, dem größten Bären auf dem ganzen Planeten. Wenn dieser auf seinen Hinterbeinen steht, kann der russische Braunbär bis zu 3 Meter an Höhe erreichen und wiegt bis zu 635 Kilo. Sie können genauso mit einem Wisch ihrer Pfoten einen Menschen umbringen, da diese mit rasierscharfen Klingen versehen sind. Bekannte Attacken sind sehr selten. Das kommt, da der Braunbär schon bei der Präsenz eines Menschen Angst bekommt. Im Juli 2008 kam es zu einer unglücklichen Verbindung in Kamtschatka-Krai, wobei die Arbeiter von einer Gruppe von 30 hungrigen russischen Braunbären angegriffen wurden. In diesem Jahr gab es eine Nahrungsmittelknappheit und dieser Angriff führte dann zu 2 toten Arbeitern. Dann wurden Jäger mit einbezogen, um die hungrigen Tiere zu vertreiben. Nummer 2. Eisbären. Genauso wie Braunbären bringen diese Bären große Angst in Menschen hervor. Männliche Eisbären können bis zu 680 Kilogramm wiegen. Sie leben meist in der Nähe von Gewässern und Eis, wo sie Seelöwen jagen. Diese schnellen und bösartigen Kreaturen können auch Menschen attackieren, wenn diese provoziert werden und hungrig sind. Ihre Killerklauen und ihre perfekte Tarnung macht sie zu einer tödlichen Kreatur. Sie sind bekannt dafür, in den Fischerort Chukotka zu schleichen. Leider sind diese wundervollen Tiere in dieser Region vom Aussterben bedroht. Dies hat eine Organisation jedoch nicht davon abgehalten, bekannt zu geben, dass die Wilderei immer mehr wird, da das Eis um Chukotka herum immer weniger wird. Eine brutale Attacke eines Eisbären wurde Anfang dieses Jahres in Kap Schmidt festgehalten, als ein Eisbär in eine Ortschaft ging und sich auf eine Frau fixierte. Ein Mann wollte der Frau helfen, indem er dem Bären einen Hund entgegenschmiss. Nachdem der Hund festgenagelt wurde, befreite sich dieser mysteriöserweise. Der Bär versuchte dann, die Frau zu attackieren, welche sich möglicherweise freischlängelte und mit Kratzern und blauen Flecken davonkam. Und das Biest wurde dann verjagt. Nummer 1. Das riesige russische Wildschwein. Diese furchtlosen Kreaturen sind noch gefährlicher als Bären. Sie werden meist in der Nähe von Gewässern und sumpfigen Gegenden aufgefunden. In der Region Amur ist ein russisches Wildschwein bekannt, nicht nur Menschen, sondern auch Autos attackiert zu haben. Während Bären eine ausgezeichnete Sicht haben, haben Wildschweine ein sehr schlechtes Sehvermögen und können eine Person nicht einmal sehen, wenn diese 5 Meter weit entfernt steht. Sie haben einen sehr guten Geruchssinn. Sie nutzen ihre Stoßzähne, um Verletzungen zu vermeiden, wenn sie sich angegriffen fühlen. Attacken auf Menschen führten oft dazu, dass sie tödliche Wunden hatten. Im Jahr 2015 entschied sich Peter Manimov aus Tscheljabinsk, Fuß in den Wald zu setzen und nach einem Wildschwein zu suchen, welches man in dieser Gegend gesehen hat. Nach tagelangem Suchen fand er das Tier auf und war erstaunt, dieses 500 Kilogramm schwere Monster zu sehen. Er wurde von der Kreatur angegriffen, entkam jedoch unversehrt. Er ging zurück nach Chokorov, um Hilfe von einem anderen Jäger zu bekommen. Sie suchten tagelang nach dem Tier und als sich ihre Wege erneut kreuzten, schaffte es Peter, das Tier mit seinem Gewehr zu verletzen. Aber abgesehen von der Verletzung wurde er erneut von dem Biest angegriffen. Am Schluss beendete ein dritter Schuss diesen Kampf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniere hierfür noch mehr Videos.